Hey, wie versprochen, zeige ich euch heute meine Pflänzchen. Und zwar sind das Genip-Pflanzen. Genip, übersetzt aus dem Koreanischen, bedeutet so viel wie Sesamblatt. Es sind aber keine Sesamblätter, weil es keine Sesampflanzen sind. Im Japanischen das Gleiche, sie heißen im Japanischen Egoma, bedeutet so viel wie Sesamblatt. Sind aber keine Sesampflanzen, das verstehe ich nicht, das verwirrt mich total. Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die Koreaner haben eine eigene Variante, ne, von Genip. Und zwar Genip. Wie ihr seht, es wird gerne zum Fleisch gegessen, speziell zum Samgyeopsal, zum gebratenen Schweinebauch. Gebratenes Stück Schwein kommt hier drauf, noch ein paar andere Sachen eingewickelt, mit einem Haps verspeist. Sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr einen Koreaner um die Ecke habt, dann hingehen und essen. Oder wenn ihr in Korea mal seid, dann müsst ihr das auch essen. Dort essen. Ja, die Japaner. Sie verwenden eine etwas andere Variante von Sesamblättern, und zwar heißen die Shiso. Diese sind ziemlich dunkelgrün, haben auch einen violetten Stich hinten. Ne? Ja, könnt ihr ganz gut erkennen, hoffe ich. Die japanische Variante, die ist deutlich heller und unten ist sie nicht dunkel. Da ist sie auch ganz normal, ja, hellgrün. Die Zacken sind länger. Und der Geschmack ist anders. Die Japaner essen das gerne zum Fisch und zwar zu Sashimi. Aber ich muss sagen, als ich im japanischen Restaurant, also in Japan gearbeitet habe, wir haben fast alles mit Shiso-Blättern, nee, kurz, Shiso-Blättern dekoriert. Ja, wenn ihr probieren wollt, ne, die Pflanzen sind wirklich leicht zu handhaben. Ihr könnt ein paar Samen im Internet kaufen und diese einpflanzen. Erfolgsquote lag bei mir hier. Ich habe 9 Samen gepflanzt. 9 Pflanzen habe ich hier. Also Erfolgsquote 100%. Sehr leicht zu handhaben, ab und zu gießen, in einem warmen Zimmer stehen haben und natürlich viel Sonnenlicht. Ja, gibt es was dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, sie sind sehr leicht, würzig. Also haben einen eigenen Geschmack, einen westlich untypischen Geschmack und ja, sind gesund. Angeblich. Ja, deswegen. Also die Pflanzen sind, ich glaube, das ist die größte Pflanze. Sie ist circa 40 cm lang. Schlecht zu zeigen irgendwie. 40 cm lang. Sie werden noch größer. Sie werden bis zu 80 cm hoch und höher. Aber ihr könnt hier die Spitze dann abschneiden, dann werden die buschiger, also wie hier. Ihr könnt ja vielleicht die Triebe sehen an den Seiten. Ja, die werden dann in die Seite wachsen und ihr braucht nicht viel. Wie gesagt, Blumentopf, Erde, ja, ein paar Löcher reinmachen, Samen einpicken, ungefähr 1 cm tief. Wasser, Folie drüber mit Löchern für ungefähr 5 Tage. Folie runter, ja, und Pflanzen wachsen lassen. Alle paar Tage gießen, fertig. Sehr, sehr lecker, leicht, wie gesagt. Ja, Genip, die japanische Variante ist Shiso, ne? Die Genip ist die koreanische Variante, also das ist koreanische Variante. Weil, ja, nee, also Freundin, ne, Koreanerin, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Sie hat es mir mitgebracht, aber ich denke mal, ihr findet das ganz normal im Internet. Shiso-Samen oder Perilla-Samen oder Genip-Samen oder Sesam, Sesam Leaf Seeds oder sowas. Keine Ahnung. Also ihr müsst mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr einen Japaner, einen Koreaner oder halt einen allgemeinen Asiaten in der Nähe. Also einen Laden, da könnt ihr vielleicht hingehen und fragen, ob die sowas haben oder sowas liefern oder sowas bestellen könnten. Wie gesagt, ja, sehr lecker. Da könnt ihr euch sowas züchten, ab und zu mal ein Blatt abzwacken, so wie ich hier. Zack, zack. Zack. Zack, ja, lecker war's. Also lecker ist's. Ne? Wir haben im Kühlschrank noch ein paar Blätter. Ich werde die auf jeden Fall noch marinieren. Ich mache eingelegte scharfe koreanische Blätter. Also koreanische Genip-Blätter. Marinierter Genip. Super lecker. Ja, gut. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.